Machen jetzt der Reihe nach die Wortmeldungen. Zuerst Herr Bach, dann Herr Friedmann, dann Frau Backe und dann Herr Matthäus. Bitte. Ich möchte bitte zwei Themen aufklären. Erstmal Juden, Islam und Christentum. Sie kommen von dem gleichen Gebiet. Und Jesus war kein Deutscher. Jesus war kein Deutscher. Das kam alles von dort. Der war auch kein Jude, der war ein Muslim. Der war ein Muslim. Vielen Dank für die Aufklärung. Das ist die erste. Das ist wichtig, weil Menschen die vertuschen zwischen den Sachen. Das heißt, derjenige, der sagt, jüdische Kultur, muss auch sagen, dass es auch die islamische Kultur, weil Glaubensgrundsätze und Wertesystem bei Juden, bei Christen und bei Muslimen, das ist das Gleiche. Und wenn man sagt, Jude ist christlich, dann ist das auch hier in Deutschland islamisch automatisch. Das ist das Erste. Das Zweite, Sie haben über Koranverteilung. Das ist eine Übersetzung vom Koran und die Leute, sie verteilen das für die Leute. Lassen wir das Volk lesen. Entweder das Volk am Ende sagt, ja, diese Vorwürfe, die uns die Politik macht und die Presse macht, die stimmen. Oder da sagt man, das stimmt nichts. Lassen Sie das Leute lesen. Das ist das Problem. Ja. Das wird immer vermischt mit anderen Ländern, damit man rausrennt von der Debatte, die hier in Deutschland ist. Wo ist das Recht für eine Muslime, dass sie Bedeckung trägt, wenn sie arbeitet? Wissen Sie, was die Muslime von Problemen haben? Wir sind dankbar. Wir sind dankbar, dass man uns hier hilft, dass man uns hier beten lässt. Und wir sagen, wir danken diesen Leuten, die dafür sind. Aber haben Sie sich Sorgen gemacht um diese Muslime, die keine Arbeit bekommen, weil sie religiös sind? Haben Sie sich Sorge getragen für diese Kinder? Die haben keine Perspektiven in Zukunft und die werden immer diskriminiert, weil sie Muslime sind. Es ist immer Gerede und wir machen nicht. Die Politik hat versagt. Sie müssen zugeben. Und sie wollen hier nur etwas machen. Herr Back, das ist sehr pauschal, aber wir möchten gerne die Antwort dazu haben. Sind Muslime in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen, weil hier die Verhältnisse so dramatisch schlechter sind als in ihren Heimatländern? Das erfüllt doch den Tatbestand. Sie haben Libyen geholfen, Sie haben Gaddafi geholfen, Sie haben Mubarak. Herr Back, vielen herzlichen Dank. فقدت بلابلنا هنا لا تسمعون